Da ist Boss, Kai. Da ist Bossfight. Safe ist der Bossfight. So. Waka Yoshi. Wieso hast du so eklig warme Hände, Dennis? Junge, wieso hast du so viel Schuppen im Gesicht, Digga? Wann warst du das letzte Mal duschen, Dennis? Wann hast du das letzte Mal Zähne putzen? Guck mal, deine gelben Zähne haben mit Dreck zwischen den Zähnen, Digga. Was ist das Schwarze da? Junge, ich werde hier derzeit genockoutet von deinem scheiß Zwiebelgeruch. Hast du unter deinen Zwiebeln Achseln versteckt? Hast du unter deinen Achseln Zwiebeln versteckt? Verstehst du, ich hab außerdem, hast du unter deinen Zwiebeln Achseln versteckt? Hast du in deinem Mund einen Arsch versteckt? Ha! Gotti! Du brauchst gar nicht lachen. Nein, Digga. Nein. Lass mich nicht hängen. So nicht, Digga. Lass mich nicht hängen jetzt. Komm. Ach so. Ach so. Mach jetzt, gib. So. Jetzt gib doch mal High Five jetzt. Ach so. Mach das so dann so. Erst so dann so. Erst so. Erst so dann so. Diesmal so. Letztes Mal habe ich mal so gemacht. Okay, komm. Jetzt mach so. Mach mit den Armen runter. Die riechen nach Schweiß. Aber brutal. Das riecht brutal, oder? Ja. Oder? Storytime. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Dennis, ich glaube, die reden von deinem Intimbereich. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt. Da ist noch eine Kiste. War rechts, oder? Doch, das rechts, Olem. Wo ist deine Brille? Du hast doch Brille auf! Dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicarians Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamisit bezeichnen, was das für Wörter haben wir nach Römer. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, dass Mutamizid. Was das sagen? Serkan sagt, hab gedacht, du wolltest deine Freundin nicht im Stream zeigen. Jeton düste, Groschen ist gefallen. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamizid, wenn es einem wird, Organismus zugeführt, diesem einen tiefgreifenden Kontrolle und aufrecht erhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum Sensing benutzten. In welcher Baumschule du warst? Im Baumkindergarten? Nein, das war Deutsch, Digga. Guck mal hier, das sieht schon mal. Hinter links! Mach Heilung! Schmeiß das Ding runter! Los, schieb's runter! Schieb's! Lass los! Links nun! Doch nicht so nicht wie so ein. Bewegen. Ist so eine Tunte. Nicht bewegen, tu so, als wären wir stehen geblieben.
Oh, und wie lange geht denn der Scheiß, Alter? Was denn, hast du eine Videokassette? 2 Schuss und dann kannst du nachladen, dann haben wir wieder einen Platz mehr. Und wo soll ich das kaputt machen, Digga? Achso, nee, brauch ich gar nicht. Vor allem, Schimmer, Digga, das sieht aus, als wäre das extra dahingelegt worden. Damit wir gleich in den Arsch gefickt werden. Darf ich erstmal was anderes angucken? Nein, Storytime. Ich hab Storytime gelesen. Oh mein Gott, 7 Seiten, was hier los, ey? Storytime. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der Next-Bus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert und unterstützt. Und die Musik ist wieder da. Jetzt bist du gefickt. Hast du sie gesehen? Hast du ihre Füße gesehen? Wer ist denn diese Missgeburt, wenn das Kind da ist, Digga? Das ist bestimmt ihr eigentlicher Körper. Olem, kannst du mal Deutsch lernen, Digga? Ich bin angespannt. Hast du nicht den Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Analphabet, Digga. Ist ein bisschen krank. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist mir ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt mir. Vielleicht schläft sie gerade wieder. Hallo? Lass mich bitte durch. Ich hab was ich haben will. Lass mich durch, einfach. Junge, Digga. Alter, deine Schnauze. Da hat das noch einer. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe das Highlight-Video hat euch gefallen. Ihr wollt die komplette Let's Play-Reihe mit meinem kleinen Bruder zusammen sehen? Dann schaut regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich werde in regelmäßigen Abständen immer ca. 30 Minuten des Videos hochladen. Und wie ihr wisst Leute, Support ist kein Mord, der Abo-Button ist kostenlos und wer auch nichts verpassen möchte, Glocke aktivieren. In diesem Sinne, Kuss auf eure Kniekehle und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Wakayashi.